Ja, bevor das eigentliche Video losgeht, habe ich für dich eine Verlosung vorbereitet. Und zwar ist sie hier drinne. Natürlich werde ich es dir nicht vorenthalten, was da drin ist, und zeige es dir gerade. Und zwar ist hier ein Nagellack von Kiko in einem Rosé-Ton. So Nude Rosé, würde ich sagen. Dann habe ich noch einen Nagellack, ebenfalls von Kiko, und zwar in dieser richtig geilen Farbe mit Glitzer. Ja, und dann habe ich noch einen Foundation Stick für dich. So. Und das letzte ist ebenfalls von Kiko ein Lippenstift in der Farbe Nude Grau. Richtig cool. Ja, wie du das Ganze gewinnen kannst, ist ganz einfach. Du musst einfach nur ein Abonnent sein von mir, diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben. Und in ein paar Tagen werde ich vielleicht auch dich informieren, dass du der glückliche Gewinner bist. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Video zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Any Daily Couch Talk. Wie ihr bereits wahrscheinlich in meiner Überschrift gelesen habt, geht es heute um das Thema Valentinstag. Ja, schon seit einigen Tagen beobachte ich es in den Social Media Kanälen, wie jeder komplett ausrastet. Es gibt alles Mögliche, von Valentinstags Make-up, Valentinstag Do-it-yourself Geschenkideen, Valentinstags Reisen und zigtausend Bilder von irgendwelchen Influencer, die es total schön inszenieren mit riesen Rosen, Blumensträuße, mit Pralinen, whatever, Luftballons. Ja, ich wollte einfach nur mal heute mit euch darüber reden, beziehungsweise euch erzählen, was ich über diesen Tag halte, beziehungsweise wie meine Einstellung zu diesem Tag ist. Ich denke, dass jede Frau insgeheim sich was ganz Besonderes für den Valentinstag wünscht. Mir kann keine Frau erzählen, dass der Tag ihr komplett egal ist oder dass es ja so Kommerz ist und dass es ja alles nur ist, um die Wirtschaft anzukurbeln oder wie auch immer. Dieser Tag besteht, der besteht genauso wie Heiligabend oder sonst was, da erwarten wir auch Geschenke, genauso wie Ostern oder wie auch immer. Deswegen glaube ich einfach, dass jede Frau, egal ob sie sagt, sie mag den Tag oder nicht, insgeheim sich trotzdem eine kleine Aufmerksamkeit wünscht. Vielleicht keine großen Geschenke, keine riesen Blumensträuße, aber eine klitzekleine Aufmerksamkeit wünscht sich jede Frau. Also Jungs da draußen, die mir gerade zuhören, egal was sie sagt, sie wird sich trotzdem über irgendwas freuen. Was habe ich früher für Valentinstag alles vorbereitet? Ja, ich war früher so eine, Valentinstag mega wichtig, genauso wie Silvester, Heiligabend, wie auch immer. Ich habe für meine Liebsten, meine Ex-Freunden, wie auch immer, meinem jetzigen allerliebsten Schatz natürlich auch was vorbereitet. Ich habe mir immer so viel Mühe gegeben. Ich habe Essen vorbereitet, Kuchen gebacken in Herzform. Ich habe sogar schon Brot ausgestampft in Herzform, Omelette gemacht in Herzform, was auch immer. Ich muss sagen, ich wurde fast immer enttäuscht, weil ich bin irgendwie noch nie einem Mann begegnet, der den Valentinstag genauso viel bedeutet wie mir, beziehungsweise mir bedeutet hat. Und ich muss sagen, ich verbinde mit diesem Tag einige negative Erfahrungen. Dann hat man was geschenkt gekriegt, wo man sich denkt, hat er das gerade vor 5 Minuten gekauft oder ist ihm nichts Besseres eingefallen? Diese 0815 Geschenke wie Blumen und Parfüm und Pralinen kann man für mich sparen. Erstens esse ich keine Blumen esse ich eh nicht. Erstens esse ich keine Pralinen. Zweitens, ein Parfüm muss man mir nicht unbedingt am 14. Februar schenken. Das kann man mir auch an einem anderen Tag schenken. Und drittens, Blumen. Leute, ihr könnt mir jeden Tag Blumen schenken. Maus, wenn du das Video dir anguckst, du weißt ganz genau, du schenkst mir auch öfters Blumen. Dafür brauchst du nicht den einen Tag. Dann auf jeden Fall habe ich mir ganz viel Mühe früher gemacht und ja, dürfte mir dann jedes Mal anhören, das ist doch nur ein Tag. Ja, das ist so Kommerz, es wird ja nur, der Tag existiert doch nur für die Wirtschaft, damit jeder Blumen kauft, Pralinen, wie auch immer. Deswegen habe ich mir für dieses Jahr nichts vorgenommen. Ich habe nichts geplant, werde kein großes Tamtam machen. Letztes Jahr, was habe ich dem Mann da geschenkt? Ich habe auf jeden Fall für ihn eine
Torte gebacken. Alles kitschig mit roten Luftballons dekoriert, mit Rosenblätter gestreut. Zwei Geschenke hatte ich auf ihn. Ah, genau, ich habe ihm, da hat er die Phase gehabt, wo er seinen Bart wachsen lassen hat. Da habe ich ihm so ein extra Barbier-Pflegezeug mit Bartwachs, Bartshampoo, einem Kamm, was auch immer alles geschenkt. Habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Das habe ich mir echt gut überlegt, was ich ihm da schenke. Ja, und deswegen habe ich dieses Jahr für uns gar nichts geplant. Was ich mir von Marius wünsche, ehrlich gesagt, ich wünsche mir einfach nur, dass wir einen schönen Tag zusammen haben. Es muss kein riesen Tag geplant von A bis Z sein. Wenn wir essen gehen, freue ich mich. Ich freue mich immer, wenn wir essen gehen. Aber ich muss ja so sagen, wir gehen auch jede Woche essen. Deswegen ist das für mich dieser Tag auch nicht mehr das, was es einmal war. Weil früher weiß ich noch ganz genau, wenn man da irgendwie keinen Freund hatte oder so. Wir waren früher so eine große Mädels-Clique. Und in der Schule konnte man so Rosen vorbestellen für den Valentinstag mit so, mit so anonymen Herzkärtchen. Und haben wir uns immer gegenseitig dann so Rosen gekauft. Und das wurde ja dann von den Schülersprechern oder wen auch immer früher dann in die Klasse gebracht. Und dann hat man dann vor der ganzen Klasse diese Rosen bekommen. Und dann hat man so getan, oh, von wem könnte das denn sein? Wer ist denn in mich verliebt? Und ja, also früher, da war man so aufgeregt, auch bald ist Valentinstag und dies und das. Aber ich muss sagen, entweder ich bin aus dem Alter raus oder ich bin so verliebt, dass ich diesen einen Tag nicht brauche. Wenn man schon diesen Tag feiert, dann sollte man doch wirklich sich was Besonderes einfallen lassen. Kein Geschenk wie Armband oder sonst was. Warum verfasst man denn einfach ein paar schöne Worte auf ein Stück Papier, weil dann hat man sowas immer als Erinnerung, weil diesen Armband wirst du irgendwann mal nicht mehr tragen, die Blumen verwelken, die Schokolade hast du aufgegessen, wie auch immer. Aber so ein Brief, den wirst du immer bei dir haben. Das hat nun mal, also ich kenne das von mir, es gibt so eine Box, wo man viele so schöne Erinnerungen aufbewahrt. Jeder von euch hat bestimmt so eine Box, beziehungsweise irgendwo fliegt irgendwas rum von früher, wo man trennt sich von diesen Sachen nicht. Und ich finde halt, so ein Brief oder so ist viel schöner. Oder halt gemeinsame Zeit, wenn man was unternimmt, was ganz Besonderes. Wenn man weiß, oh, er würde voll gerne das und das machen. Oder sie würde gerne, ich weiß nicht, wer welche Vorlieben hat, wer wo gerne hingeht, würde das gerne machen. Dann mach das doch lieber. Scheiß doch auf diese Pralinen, diese Blumen, was auch immer. Wenn ich diese ganzen Instagram-Bilder sehe, das ist doch sowas von unreal. Also ich in meinem Freundeskreis kenne keine Frau, die Dutzend Rosen geschenkt bekommt, dann in einem Zimmer liegt mit zigtausend Luftballons, mit Love und Valentinstag, whatever, mit dies und das, also dieses ganze Inszenierte. Ich würde mich natürlich auch über diese Blumen freuen und über diese Pralinen und dieses ganze Tamtam, aber auch nur, um so ein Bild zu machen. Und was habe ich danach, nach diesem Bild? Ich lade es hoch, kriege meine paar Likes, das war's. Aber so eine Erinnerung, so eine Zeit, die man zusammen verbringt, ist doch viel mehr wert als irgendwelche materiellen Sachen. Ich weiß nicht, wenn ihr genauso denkt wie ich, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, wie euer Valentinstag ablaufen sollte, beziehungsweise wie ihr euch den Tag so vorstellt. Mir ist auch gerade so durch den Kopf gegangen, einfach so ein richtig geiler, chilliger Abend, weil der Valentinstag fällt jetzt auf Mittwoch oder so, da arbeitet jeder normale Mensch. Also ich würde das so richtig cool finden, wenn man sich einfach ganz viel Essen bestellt, von keine Ahnung wo, vielleicht auch von mehreren Lieferanten und dann sich einfach irgendwie die Lieblingsserie anguckt, schön kuschelig auf der Couch und verbringt die Zeit und trinkt vielleicht ein Weinchen dabei. Weinchen, was ein Wort. Und ja, das finde ich halt viel schöner wie irgendein Geschenk, was im Endeffekt dann nach einer Zeit eh nichts mehr wert ist. Und zwar glaube ich, dass wir Frauen einfach dazu neigen, zu übertreiben, beziehungsweise unsere Erwartung einfach viel zu hoch zu schrauben. Und
Ich glaube, ich war auch eine von diesen Frauen.